Ist okay. Hallo Jan, wie geht's? Ja, aber irgendwo muss es dann, irgendwann mal in der Erdplattendrift-Historie muss es dann eine Verbindung gegeben haben, dass diese Beuteltiere miteinander verwandt sind. Also, davon gehe ich fest aus. Ja, oder eine Eisbrücke, auch möglich, theoretisch, das stimmt. Mir geht's auch gut, Dankeschön. Cool Hey soweit. Andre, those reef sharks like your Haie. ringtone. Oh, das sind viele. Wie viele müssen wir denn da scannen? Dann scanne ich die jetzt alle weg. Dann haben wir die gleich komplett hier. Dann weiß ich, was passiert, wenn man alle gescannt hat, die man braucht. Aber hier braucht man auch viele. 27. Na, Fischchen, ihr traut euch aber, oder? Sind das nicht natürliche Feinde? Ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich. Naja, hat nicht ganz gereicht, befürchte ich. Paar sind da noch. Zwei, drei. Na, reicht trotzdem nicht ganz. Ja, es ist halt einfach so. Ich weiß, das ist billig und kein sehr, sehr innovatives, gutes Game Design, aber mit Balken, die sich langsam füllen, kriegt man mich. Das ist eine Motivationsmechanik, die mich immer wieder abholt. I'm a simple man. I like simple game mechanics. So. Are you able to get the data off that sensor while I'm picking it up? No. It goes to sleep when the power is low to preserve the data. Whoa! Did you see that? A shame that wasn't on the live stream. Have you seen one do that before? Never. I'm picking up a tag from the sperm whale pod, pushing the waypoint now. On my way. Sorry, sharks. Mirai is off the menu. Nicht in den letzten 65 Millionen Jahren. Ja, es kann ja schon länger her sein. Wer weiß. Ah. What's it doing? Nuzzling. Probably calling for its mama. Aliens, vielleicht. Beutelwale, die wieder an Land gegangen sind. Ich glaube, so ein Beutel wäre ziemlich unpraktisch, wenn man stromlinienförmig sein will. Außer wenn er nach hinten sich öffnet. Das würde gehen. Ein umgekehrter Beutel, wie man das von Säugetieren kennt. Aber dann fallen halt wahrscheinlich die Jungtiere dauernd raus. Auch doof. Werden dann rausgespült. Was soll ich machen? Hä? Was soll ich machen? Andrea Zoom scannen, um Gerät aufzunehmen. Erstens, wer ist Andrea? Ich glaube, den jungen Wal haben wir so getauft, oder? Okay, das ist gar nicht. Die Steuerung ist komisch hier. Ich komme da nicht hin an die Stelle, wo mich das hinhaben will jetzt. Okay. Oh Gott, das ist wirklich komisch. So. Die ersten Aufnahmen von Andreas Gesang und ein Zoom in ihr Innerstes. Alles auf einmal. Muss ich noch mehr ranzoomen und das Gerät aufzunehmen, welches Gerät auch immer? Um Gerät aufzunehmen. Ich weiß gerade wirklich nicht, was das Spiel von mir will. Oder haben wir es schon gemacht? Ah ja, okay. Ich muss nur das Menü verlassen. Na dann. Alles gut. You've got to be kidding me. Yeah, I hear it.
Wow. So sharp. Ja, genau. Das Gerät. Der Gerät wird nie müde. Vor 65 Millionen Jahren wurden Säugetiere von sehr kleinen Dinos gefressen. Ja, kann doch trotzdem sein, dass sich da schon Beuteltiere abgespalten haben. Wer weiß? Allgemein ist der Beutel ein extrem seltsames und sehr unvorteilhafte Aufbewahrung. Ich meine, Beutelaffen, stellt euch vor, ein Neugeborenes müsste an seiner Mutter hochkrabbeln, um zu einem Beutel an der Brust zu klettern. Warum die Auslese vor der richtigen Geburt? Dass die sich überhaupt irgendwo durchgesetzt haben. Ich meine, Affenkinder hängen ja oft irgendwie monatelang oder zumindest wochenlang sowieso an der Mutter wie so ein Beutel. Könnte man auch gleich so einen Beutel machen. Mal grundsätzlich haben sich wohl Beuteltiere und Plazentatiere von ein und demselben Säugetier entwickelt. Ja, die Natur hat lediglich geschaut, was sich besser entwickelt. Und bis auf Australien waren die Plazentatiere im Vorteil. Ja, aber im Endeffekt haben die sich ja ziemlich sicher eben getrennt voneinander entwickelt. Solche evolutionären Unterschiede entwickeln sich ja in der Regel immer durch quasi natürliche isolierende Bedingungen. Da kann sich zum Beispiel ein Gebirge bilden, Kontinentaldrift, irgendwie sowas. Auf jeden Fall werden dann quasi einzelne Individuen von ein und derselben Population räumlich voneinander getrennt, sodass die sich nicht mehr untereinander paaren können. Und dadurch kommt es dann eben zu Aufspaltungen. Und so ist es halt bestimmt mit den Plazenta- und Beuteltieren auch passiert. Insofern. Ich meine, wahrscheinlich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, überhaupt nicht, kann Blödsinn sein, aber wahrscheinlich haben die ersten Säugetiere ja auch noch Eier gelegt. Denke ich jetzt mal. Lebendgeburt dürfte erst wesentlich später gekommen sein. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, kam dann erst der Beutel? Wahrscheinlich. Es ist schon bizarr, so ein Beutel. Naja, trotzdem interessant. Ja, aber Beutelbabys klettern nach ein paar Wochen, nicht nach vielen Monaten. Es ist schon komisch, ne, dass die quasi so früh geboren werden und dann in den Beutel klettern. Als ob die nicht gleich im Mutterleib bleiben können. Ich meine, du hast wahrscheinlich schon recht, wenn du sagst, warum diese Auslese vor der richtigen Geburt. Da werden halt quasi lebensnichtfähige Embryos im Grunde schon früh abgestoßen, weil die nicht in der Lage sind, in den Beutel zu klettern. Vielleicht war das ursprünglich so ein bisschen der evolutionäre Vorteil. Das könnte schon sein. Trotzdem seltsam, ne? Es gibt Haie, die gebären lebend Nachkommen. Ja. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben die trotzdem, oder die haben, glaube ich, trotzdem Eier in ihrem Inneren und brüten die innerlich aus. Es gibt aber auch das Schnabeltier, das ein Säugetier ist, aber Eier legt. Die legen die Eier in sich selbst und daraus schlüpfen später die kleinen Haie. Ja, genau. Das habe ich auch so im Hinterkopf gehabt. Insofern legen die halt schon Eier, irgendwie. Das Komische ist ja, vom Lebenszyklus her sind wir Menschen eher Beuteltiere als Plazentatiere. Im Gegensatz zu fast allen Plazentatieren kommen wir viel zu früh auf die Welt. Das stimmt, aber das würde ich trotzdem nicht als Beuteltiere bezeichnen. Aber der Mensch ist auf jeden Fall wirklich eine Frühgeburt eigentlich, was aber mit dem aufrechten Gang zu tun hat und der Beckenstellung.
Aufgrund des aufrechten Gangs und der damit verbundenen notwendigen Beckenverengung müssen menschliche Kinder so früh auf die Welt kommen. Die sollten eigentlich da noch ein paar Monate im Mutterleib verbringen und dann quasi funktionsfähig geboren werden und nicht eben so hilflos, wie sie sind, so menschliche Babys. Wirklich, also es ist wirklich so, Menschen sind im Grunde Frühgeburten gemessen mit anderen Wirbeltieren. Aber es geht nicht anders. Die Geburt ist auch nur deswegen so schmerzhaft bei uns Menschen, wegen dem aufrechten Gang. Tja, da sind wir wieder dabei, dass Evolution nicht immer den perfekten Lösungsweg sucht, sondern nur den, der gerade gut funktioniert. Beuteltiermütter können die Jungen bei Gefahr wie Feuer einfach wegwerfen. Das war wohl entscheidend. Ist zwar grausam, aber besser als sterben. Ah, okay, ich verstehe, ja. Aber auch nicht die beste Strategie, um so eine Art zu erhalten. Man merkt schon, warum die sich nicht durchgesetzt haben. Eher mit dem großen Gehirn. Ja, das in Verbindung, das stimmt natürlich, ne? Weil auch die Köpfe der menschlichen Babys so groß sind. Weil dann wäre es kein Problem, wenn die Köpfe nicht so groß wären, dass das Becken enger wurde. Das stimmt, da hast du recht, das muss man dazu sagen. Hallo, Merlin. Wieder wach. Ausgedehntes Mittagsschläfchen bis 9. Nachmittagsschläfchen, besser gesagt. Aber gerade am Freitag kann man das verstehen. Du hast ja im Gegensatz zu mir, ich habe den Luxus, dass ich wirklich theoretisch jeden Tag ausschlafen kann. Ich stehe manchmal oder öfter früher auf, weil ich will nicht immer bis in die Nacht rein arbeiten. Aber ich kann ausschlafen und dann bis in die Nacht arbeiten. Ich kann halt meine Arbeitszeiten an meinen Schlafrhythmus anpassen, wie ich will. Das ist schon ziemlich cool. Aber du musst ja quasi jeden Tag super früh aufstehen. Da kann ich das voll verstehen, dass man dann am Ende der Woche irgendwie einmal ordentlich Schlaf nachholen muss. Darum denken Männer bei einer Geburt auch an die Szene aus Alien. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Aber im Endeffekt ist das ja eine Geburt, die Chestbuster-Szene aus Aliens. Das ist ja gerade die Metapher. Aliens geht ja quasi nur um Sexualität, um Vergewaltigung und um Geburt. Quasi ein bizarrer, eine Perversion des natürlichen Geburtsakts. Das wird ja im dritten Teil dann eigentlich erst, glaube ich, zumindest offiziell noch mehr auf die Spitze getrieben, weil da ja quasi revealed wird oder zumindest festgelegt wird, dass der Alien tatsächlich auch ein genetischer Nachwuchs des Wirtes ist. Man ist nicht nur als infizierter Mensch quasi so ein Brutgefäß, sondern man ist tatsächlich auch genetischer Vater dieses Aliens oder Mutter, genetisches Elternteil halt, was es noch bizarrer macht, das Ganze. Und auch cooler. Ich finde sowieso, das Alien ist wahrscheinlich eins der coolsten Horrorfilmmonster, weil es eben auf dieser bizarr sexuellen Ebene funktioniert und eben diese ganze Fortpflanzungsgeschichte so pervertiert. Das ist, finde ich, richtig gut. Du siehst so erwachsen aus mit der Brille. Wir reden auch hier über sehr kluge Dinge heute. So, weiter geht's. Ich dachte, wenn man Walgesänge zum einen Teil der Popkultur macht, gäbe es mehr Interesse an der Rettung der Wale. Weiß nicht, ob das funktioniert. Wie beim Mars Effect. Stimmt, nur dass die Asari nicht von Gigas erdacht wurden. Das stimmt, die Asari sind so ein bisschen die ins positiv gedrehte Version der Aliens.
Ich weiß gar nicht genau, inwieweit Giga in dieser Schweizer, glaube ich, oder Österreicher, auf jeden Fall irgendwie ein deutschsprachiger Künstler. Ich weiß gar nicht, inwieweit der in den Reproduktionszyklus der Aliens involviert war. Ich glaube, das waren eher die Drehbuchautoren, schon bevor der an Bord geholt wurde. Der ist eher fürs Design verantwortlich. Aber ja, das geht gut Hand in Hand auf jeden Fall. Die Asari sind da gar nicht so unähnlich. Schon ein bisschen. Erstens werden die selber schwanger und befruchten quasi nicht gewaltsam irgendeine andere Lebensform. Und zweitens, glaube ich, ist das immer auch mit Konsens verbunden, ne? Ich glaube, anders geht es bei den Asari gar nicht. Ich glaube, die können gar nicht gewaltsam so eine Bindung eingehen. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Gibt es zumindest, glaube ich, keine Dokumentation von solchen Vorfällen. Naja. Zurück auf dem U-Boot. Kann ich jetzt schon meinen Taucheranzug customizen? Schließ die Unterhaltung am Steuer ab, steht da immer. Dann wohl nicht. Wo konnten wir uns denn gleich nochmal die kleinen Dokus ansehen? Hey, ist das Spiel, von wem ist denn das Spiel? Hat das irgendwas mit diesen Leuten zu tun, die dieses Spiel gemacht haben über, ach, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Dieses Jump-Run-Spiel mit diesem Geisterfuchs und so. Da war auch so eine Doku mit drin im Spiel. So Inuit-Legenden wurden da auch in so einer Dokumentation behandelt. Ist das von den gleichen oder ist das nur ein ähnlicher Stil? Von wem ist denn das Spiel? Das finden wir jetzt hier nicht raus, ne? Beyond Blue von E-Line Media. Das sagt mir jetzt nichts. Ich werde das mal schnell googeln, nur aus Interesse. Ob die nur die gleiche Idee verfolgt haben. Mit dieser Doku, die eingebunden ist ins Spiel. Oder ob das tatsächlich die gleichen sind. Eline Media. Never Alone. Yep, ganz genau. Das sind die gleichen. Never Alone, Beyond Blue und The Endless Mission haben die auch gemacht. Das sagt mir jetzt wieder gar nichts. Aber die Ähnlichkeit zwischen Never Alone, was diese Struktur angeht, und Beyond Blue ist also nicht zufällig. Das ist wirklich das gleiche Studio. Okay, cool. Gut, dass wir das geklärt haben. Hi McFly. Von wegen nur dienstags. Meinst du jetzt streamen? Nee, die Streams sind fast jeden Dienstag und oft Donnerstag. So glaube ich, muss man sagen. Können die schon? Ihre Mutanten sind, was das angeht, wenig zimperlich. Hey, aber ich dachte auch mit diesen Asari-Mutationen. Abraxe, Dankeschön. Auch mit diesen Asari-Mutationen, die quasi ihre Partner töten können. Wenn die eine Bindung eingehen, dachte ich, dass diese Bindung trotzdem freiwillig passiert. Im gegenseitigen Einverständnis. Nur, dass halt dann die Partner sterben. Das wissen die vorher wahrscheinlich nicht. Aber ja. Dachte trotzdem, dass das nicht aufgezwungen ist von denen, sondern nur, dass die Effekte dann halt doof sind. Oder so. Das UFO, ich will immer UFO sagen. Ich hoffe, in dem Spiel passiert doch was mit Aliens. Das U-Boot ist so klein und trotzdem finde ich immer nicht den Punkt, den ich suche. Aber wir sind auch erst zum zweiten Mal hier. Ich suche eigentlich den Bildschirm, auf dem man diese Dokumentation gucken kann. Aber so viel. Ah, das Tablet ist es hier, oder? Eigentlich war es das. War es das nicht? War es das? Was? Oder ist es das da? Das ist es. Wir haben was Neues. Gesang des Meers. Schauen wir uns das mal an. Erfahre, wie Buckelwale im gewaltigen Ozean durch ihren Gesang miteinander kommunizieren. Los geht's. What we know as humans about whales comes from just a few scientists so far, like Roger and Katie Payne. They had background in music, and by kind of mapping out the songs, noticing
that if they would look at this almost like a song sheet, every 15 minutes or so, there would be a repeat. Only male humpbacks sing, but the function of their song is still mysterious. The general belief is that whale songs serve the same purposes that bird songs do, as ways for males to advertise for mates and to challenge rivals. But why they change their songs is still unknown. Taking that information from whales and passing that to us humans was one of the most transformative pieces of narrative to feed the Save the Whale movement and maybe save some whales from extinction. These animals are sharing this world that might have been millions of years going on in their world. And suddenly, for the first time, we, as humans, are tuning in. Ich denke mir das oft bei so Interpretationen von irgendwelchen Verhaltensweisen, dass man da wahrscheinlich als Tierforscher, als Evolutionsbiologe, als Zoologe, was auch immer, oft vielleicht einfach zu viel reininterpretiert. Ich stelle mir immer vor, wie irgendwelche Aliens uns beobachten und dann was weiß ich was in unsere Popsongs reininterpretieren. Was das wohl zu bedeuten hat, dass diese seltsamen Muster von Klängen, die in so vielen dieser Popsongs ähnlich sind, über die ganze Welt verbreitet werden und von allen dauernd konsumiert werden. Was da wohl für ein komplexes gesellschaftliches Gedankenkontrollkonstrukt dahinter steckt, werden die sich wahrscheinlich denken und sonst irgendwelche Theorien aufstellen. Und vielleicht ist die Antwort ab und zu einfach nur, dass es irgendwie das Gehirn stimuliert und Spaß macht. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch auf andere Arten übertragen. Und ganz oft sucht man nach irgendwelchen tieferen Bedeutungen und die echte Antwort ist einfach nur, ja, macht halt Spaß, die singen halt gern. Vielleicht könnte man hier zum Beispiel vermuten, ist vielleicht einfach nur die Antwort, die singen halt gern. Vielleicht muss da gar nicht mehr drinstecken. Nein, Merlin, aber ich habe schon gemerkt, dass das für Verwirrung sorgt. Ich habe nämlich heute kein Spiel eingestellt, weil ich das Spiel vielleicht ändere und scheinbar schreibt dann Discord einfach immer irgendwas hin, was ich die letzten Male so vor mich hingespielt habe. Und da kam heute schon mehrmals die Frage, dann muss ich anscheinend, okay, wisst ihr was, das mache ich jetzt schnell. Da muss ich doch immer wieder umschreiben, was ich gerade spiele. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil mich das immer so nervt, weil ich zu faul bin. Aber hilft nichts. Beyond Blue. Katsching. Heute labern wir mehr, als dass wir spielen, oder? Aber das ist ja, finde ich, auch okay. Vielleicht muss ich nur irgendwie dann einstellen. Da gibt es doch irgendwie, wie heißt das? Es gibt ja extra eine Kategorie auf Twitch, wenn man keine Spiele spielt. Real Life oder irgendwie sowas. Müsste man so halb spielen, halb Real Life Stream heute machen. Just Chatting. Genau, das meinte ich. So ein bisschen ist das heute so. Naja, dann gehen wir jetzt mal an den Sitz, wo wir uns die nächsten Dialoge anhören. Sie bewegt sich schon ähnlich roboterhaft wie die ganzen Roboter in dem Spiel. Vielleicht ist sie ein Roboter. Das ist der Plot-Twist. Schauen wir mal. Hey, it's Ren. Leave a message at the beep. Is there actually a beep? Hey, Ren, why's your phone off? You said this was a good time to call. Ignore that. Someone was messing with my whales today. I was just hoping I could vent to you a little. Ach so. I hope your test went well. Hey, we had a whale-a-palooza today. Anyway, give me a call when you can. The whales say hi back. Hey, Mirai. How are you? Doing all right. How are you feeling? Any better? A bit. I might finally be getting my sea legs. Next step, diving. One step at a time, Mirai. Okay, but I promise you, it'll change your life.
Is Andre with you? No, just me. Andre's analyzing some sound files in the other lab. I think I may have upset him. The two of you do seem to be on opposing wavelengths fairly often. I quite enjoy our debate, except when it affects our work. It wasn't a debate, it was an argument. Andre, I didn't realize you were on. What did you find? This is video and audio from your last dive. And this is an analysis of the sound that spooked the family. And this sound is from the Canadian marine acoustic scientist. I think the findings are pretty clear. Ich mag irgendwie kleine Streams, es ist total gemütlich und man kann sich gut unterhalten. Ich finde das auch ganz angenehm, weil wenn man bei so, ich gucke auf Twitch eigentlich ehrlich gesagt fast nur Awesome Games Done Quick oder irgendwelche Pressekonferenzen, aber wenn halt da dann tausende Leute zuschauen, dann weiß ich halt echt nicht genau, für was gibt es den Chat eigentlich und warum benutzen den Leute, weil dann geht halt alles so, scroll so schnell durch, man kann eh nichts lesen und dann ist das hier schon wesentlich angenehmer auf jeden Fall und das ist auch schön, vor allem wenn man zu jemanden aufsieht. Meinst du mich damit? Ich kann, oh Gott, ich kann überhaupt nicht gut mit so Komplimenten umgehen. Aber dankeschön. Also das ist mir eine Ehre oder so. Ich glaube, da haben sich eure Nachrichten ziemlich überschnitten, oder? Ich glaube, die hat gerade geantwortet. Hatte gerade den Tentakelkönig unseren Heiland Kleinstreamer genannt. Na, also wir haben jetzt momentan, jetzt guck mal, 11 Zuschauer. Wenn das nicht kleiner Stream ist, dann weiß ich auch nicht. Ah ja, genau. Habt ihr gerade gleichzeitig abgesendet. Hab's ja auch gedacht. The signatures sound the same to me. He gave me the same test. Andre, who is messing with my whales? Deep sea miners. Here? In the research zone? It's off limits to commercial activity. And when has that ever mattered before? We don't know that they're in the research zone. They may be just outside it. We knew they were doing an impact study nearby. What are they after? That might give us a clue. They're looking for rare minerals to make solar panels. Could the sound cause trauma to the whales? The acoustic specialist said it might push them to quieter hunting grounds, but was unlikely to cause acoustic trauma. So what's the move? We should use our mapping drone to investigate their activity. And this is where our debate turns into an argument. We need that drone to map the deep sea vents before Mirai dives there. The biochemistry of these vents is the perfect cocktail for creating new life forms. If there is illegal activity there, we have to stop it. Otherwise, there will be no life forms. Why spend our short time here policing rather than researching? Let's be scientists. Mirai, your dive, your call. Das ist kein kleiner Stream, sondern eine elitäre Gemeinschaft. Genau. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, es geht hier darum, ob wir genau irgendwas untersuchen oder ob wir irgendwie illegale, möglicherweise Lebewesen gefährdenden Sachen nachgehen. Und ich schätze mal, oberes heißt, dass wir irgendwelchen illegalen Bergbauorganisationen irgendwie ordentlich auf die Fresse hauen. Und das machen wir. I'll dive in the vents without a map. Nobody messes with my whales. Okay. Rennen schreiben, das ist neu. Was ist denn das jetzt? Hey, Mirai. Das Symbol war anders, oder? Ist aber doch nur. Is that a real thing? Tell whomever annoyed you, I'm coming for them. Hey, nobody messes with our whales. Does your submarine have sonar? Maybe you can find the bad guys with that. Maybe that was the answer they were looking for on my test. I was hoping to chat live too. You need to help me figure out a better plan for next semester. Miss you. Okay, es war wahrscheinlich, die anderen waren, glaube ich, Telefonate und das war quasi nur so eine Voice-Message, deswegen war das Symbol anders.
Bereit zum Tauchen. Ja, es ist ein sehr narrativ getriebenes Spiel. Ich hätte gehofft, es ist leider wieder nicht das Tauchspiel, das ich gerne hätte. Das wir beim letzten Mal gespielt haben, beim letzten 24-Stunden-Stream, ich weiß den Namen nicht mehr, aber das war auch nicht besonders gut. Das ist gar nicht der Rede wert. Aber auf jeden Fall hatte das Problem, das war zwar sehr Gameplay getrieben, aber das Gameplay war komplett am Ziel vorbeigeschossen, meiner Meinung nach. Wer will denn Tauchspiele spielen, indem man dann irgendwie Zeugs vom Meeresgrund aufsammelt? Ich will doch die Lebewesen erforschen, darum geht's doch. Und mit Walen schwimmen. Und das hier macht zwar genau das, das hat den Fokus auf die Lebewesen und das cool, ist aber so narrativ getrieben. Und ich hätte gern, was das Gameplay getrieben ist. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, das will ich gar nicht als Kritikpunkt im Spiel vorhalten, aber für mich ist es ein Kritikpunkt, den ich negativ bewerte.